Wunderbar. So, wir haben einen Versuch gemacht in der 8. Und zwar sind wir auf den Spielplatz gegangen, haben uns oben auf die Rutsche gestellt, eine Kugel runterrollen lassen, eine Elfenbeinkugel nebenbei gesagt. Aber die war schon früher hergestellt, vor dem Verbot. Und dann haben wir die Kugel unten betrachtet und haben hier ein Lineal angehalten, so ein rot-weißes, und haben dann letzten Endes mit dem Handy die ganze Sache abgefilmt und haben die Geschwindigkeit ermittelt. Jetzt haben wir aber ein Problem gehabt, und zwar das Problem besteht in Folgendem. Wir sind uns bei der Auswertung dieses Videos hier für diesen Bereich, da sind wir uns nicht ganz klar. Ich stelle mal die Einzelbilder dar, damit wir mal sehen, wie das aussah. Und zwar, na, hier war das erste Bild, was ich schnappen konnte mit der Kugel. Jetzt kann man sagen, das sind hier ungefähr Start bei, wenn man hier einen rechten Winkel in Gedanken anlegt, bei, machen wir es mal, 14 cm. Also 14 cm. Das erste Stück 14 cm. Das zweite Stück, jetzt kommt das zweite Bild, vom Punkt 14 bis zum Punkt rechten Winkel 16, einverstanden? 17, einverstanden? Gut. 14 cm bis zum Punkt 27, muss man ja sagen. Hier ist die 27. Bis zum Punkt 27. Also war hier 27 minus 14 ist 13 cm. Damit kann man ja leben, aber wir kommen jetzt auf ein weiteres Problem. Achtung, das nächste Bild sind vom Punkt 27 nur bis zum Punkt, na bestenfalls 32, einfach, na 30. Und das ist unser Hauptproblem. Das heißt, jetzt kommen nur von 27 bis 30 sind nur lumpige 3 cm. Und jetzt kommt das nächste Bild wieder. Vom Punkt 30 hierhin einigermaßen rechtwinklig sind es nur, einverstanden, 38 zum Punkt 38. So, also 3 cm, 38 minus 3, das sind, was hatte ich gesagt? 30, 38, also nur 8 cm. So, gut. Und jetzt sind wir am Überlegen. Wir haben uns die Videodatei angeschaut, woraus die einzelnen Bilder gemacht wurden. Und die Videodatei, da steht 120 frames per second. Das ist also die Bildwiederholrate. Das heißt, ein Zeitabschnitt hier ist von hier bis hier ein 120stel Sekunde. Und das soll hier auch sein, ein 120stel. Damit könnte man ja leben, weil die beiden einigermaßen gleich groß sind. Und dann kommt ein Stück und das soll auch 120stel Sekunde lang sein. Und da kommt die große Frage, genauso wie bei dem bei den 8 cm. Also die beiden Dinger hier, die sind sehr fraglich. Und da haben wir überlegt, wie kann man das, jetzt ist unsere Versuchsdurchführung arg gefährdet. Wir wollten ja in der Praxis beweisen, dass diese allbekannte Formel, ich schreibe sie nochmal auf, Energievergleich M mal G mal H, das ist die potenzielle Energie, soll 1/2 M mal V Quadrat sein. Und wir wollten ja V ermitteln, indem wir hier unten diese Messungen durchführen und dann anhand des Zeitabschnitts 120stel Sekunde errechnen, ob das alles stimmt. Wir haben uns noch andere Videos angeguckt, dann waren es plötzlich 60 Bilder pro Sekunde und da sind wir jetzt am Überlegen. Jetzt ist unsere Überlegung schon so weit, dass wir sagen, na und? Dann müssen wir es eben theoretisch ausrechnen und dann bestimmen, ob das praktisch richtig ist, was wir hier gemessen haben. Wir müssen uns dann wirklich sagen, ist das hier oder dieser Zeit, also dieser Abschnitt oder dieser, sind die richtig oder sind es gar die kurzen? Ja, und das ist eigentlich ganz leicht. Wir können ja sagen, wir teilen durch M, das ist jetzt Tippeltappetur, dann steht G mal H ist gleich 1/2 V Quadrat und 1/2 V Quadrat, V wollen wir haben, also nehmen wir das alles mal 2, 2 GH ist gleich V Quadrat, ach was, gleich die Wurzel drüber, dann sparen wir einen Haufen Zeit und Zeile und Schreibarbeit. Jetzt mal hier schnell ausgerechnet. Das wären also Wurzel aus 2 mal 9,81 Meter
pro Quadratsekunde, schreiben wir es doch gleich auf den ganzen Bruchstrich, mal 2,22 Meter. Wurzel abschließen, das soll V dann ergeben. Meter mal Meter ergibt Quadratmeter, die Wurzel raus ist Meter pro Sekunde, das wird funktionieren. Und diese Quadratsekunden werden ja auch zu Sekunden. Also das wird relativ leicht sein, jetzt müssen wir bloß noch die Tipparbeit leisten. Also wir haben jetzt eben getippt, da kommen 6,324 Meter pro Sekunde raus. Nebenbei immer den Überschlag machen. 2 mal 10 ist 20, mal rund 2 ist 40. Die Wurzel aus 40 ist ein bisschen mehr als 6. Ne? 6 mal 6 ist 36, deswegen. Tippt mal diesen Zwischenwert mal 3,6 ein, dann haben wir auch die Stundenkilometer, also Kilometer pro Stunde. Was wird das werden? 37,944 Kilometer pro Stunde. So, das ist V auch. Aber uns interessiert eher dieser Wert hier, der ist wichtiger. Hier, das ist das, was wir rauskriegen, denn wir messen ja auch in Metern bestenfalls hier, in Zentimetern zwar, ne? Aber das kann man ja ganz schnell umrechnen. Das wäre nicht das Problem. So, jetzt müssen wir uns noch überlegen, was ist dann gültig? Das heißt also, wenn wir das in Zentimetern pro 120. Sekunde umrechnen, diese 6,324 Meter pro Sekunde in Zentimeter pro 120. Sekunde, was machen wir? Wir sagen einfach 6,324 und jetzt 1 Meter sind 100 Zentimeter. Und jetzt wird es ein bisschen kritisch. Jetzt müssen wir hier unten... Was muss ich hinschreiben, damit ich 120. Sekunde hinkriege? Einfach 120 mal 120. Sekunde. Ne, denn 120 mal 120 ist wieder 1 und dann kann ich meine Sekunde so stehen lassen. Jetzt müssen wir mal tippen, nicht jetzt hier rumkürzen. Das können wir uns eh schenken. Hier, ne? Nicht groß rumkürzen, höchstens so, dass wir sagen, wir streichen mal hier die 0 weg. Aber jetzt nicht spannender machen, als es ist. Also 6,324 mal 10 und dann entsprechend. Wie kommen wir da hin? Jetzt haben wir das gemacht. Also wenn ich das so erweitere entsprechend und dann hier auch die Nullen mir rausnehme, ich will 120 Sekunde, das muss alleine stehen. Gesundheit. Hier, das muss alleine stehen, das ist ganz wichtig. Dann muss ich konsequenterweise alles andere mit betrachten und mitrechnen. Das hier muss gerechnet werden und das muss getippt werden. Wenn ich das alles gemacht habe, habe ich 5,27 cm in einer 120. Sekunde. Und jetzt gucken wir uns nochmal unsere Bilder an, denn dann müsste uns was klar werden. In einer 120. Sekunde, dann wird das wohl, erstes Bild, nächstes Bild, schon eher, nächstes Bild, schon eher, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Also, gucken wir nochmal. Dann wird es also welches Bild sein? 5. Hier. Hier irgendwo. Diese beiden Bilder, das sind die aussagefähigsten. 3 cm, 8 cm. Dann wird hier höchstwahrscheinlich, werden zwei Bilder vergangen sein und das Videoprogramm hat nicht die entsprechenden Bilder rausgeschnitten. Wenn ich das durch 2 teile, komme ich auf 6,5, hier komme ich auf 7. Und wenn ich 3 plus 8 zusammennehme, habe ich 11, durch 2 ist 5,5. Also bestätigt sich das durchaus, wir hätten gar nicht mal so falsch gehandelt. Manchmal muss man um eine Ecke denken. Wir haben keine hochauflösenden Superkameras, wir haben nur eine Handykamera genommen. Und da kann es eben sein, dass Bilder verschluckt werden. Wir haben ein Videoprogramm genommen, um die Bilder, die Einzelbilder hier rauszufitscheln. Das ist bloß ein Bildbetrachtungsprogramm, das sind mehrere Bilder hier oben. Hier oben sieht man, das ist ein Kugel so und so, A wie das Bild ist und nochmal, das sind verschiedene Einzelbilder. Und die rauszufummeln, das war relativ schwer und dann kommt noch dazu, dass so ein Videoprogramm Stoppmarken setzt oder Marken überhaupt setzt, damit man innerhalb des Videos damit die Tonspur richtig dazuordnen kann. Und diese Marken, die verhindern manchmal auch, dass wirklich bildgetreue wiedergeben, gerade bei solcher schnellen Vorgänge. Also, sage ich durchaus, so schlecht waren wir gar nicht. Und wir können hier drauf schließen, dass diese 5,27 Meter pro Sekunde wirklich richtig sind.
Na denn, Fragen? So, also unbedingt Gedanken machen, nochmal rückspulen und so weiter. Hier, das ist der Haken, das hat funktioniert. Das beweist uns, dass die beiden Bilder wahrscheinlich die richtigen waren. Hier, diese beiden. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Wir machen mal eine Übung jetzt noch, aber ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Doch, die Übung, die könnten wir mal hinten dran machen. Wir machen mal schnell die Übung noch hinten dran. Umwandeln ist gefragt, und zwar 4 Meter pro Sekunde so, dass wir bei einer Auflösung von 60 Bildern pro Sekunde hinkommen. Das heißt also höchstwahrscheinlich dann ein Sechzigstel Sekunde. Macht mal das schnell. Das ist Schreibarbeit, so wie hier oben. Nochmal kurz den Kommentar für die Übenden zu Hause und auf der ganzen Welt. Zentimeter pro ein Sechzigstel Sekunde. Dann kann man direkt weiterarbeiten. Wie schreiben wir es? Also wir haben es raus, das sind 6, und so weiter. Wie macht man es? Man sagt einfach, na okay, Meter wandle ich in Zentimeter um, also muss ich 100 Zentimeter hinschreiben. Und die 4, die muss ich natürlich lassen. Die 4, die lasse ich oben auf dem Bruchstrich stehen. Und jetzt muss ich noch, damit das nicht verfälscht wird, denn ich sage ja, jetzt ist es ein Sechzigstel, muss ich noch die ganze Sache mal 60 unterm Bruchstrich nehmen. Ne? 60 mal ein Sechzigstel ist wieder 1 und dann stimmen meine Sekunden wieder. Und getippt wird jetzt wieder, also das ist das, was ich behalten will, ne? Mit Sekunde. Und den Rest, wie hatte ich es gemacht? Gelb, ja. Und den Rest hier, den muss ich eintippen. Okay, eintippen. Hier könnte man es wahrscheinlich auch im Kopf. Und dann klappt das. Kürzen wir mal ganz schnell. Hier die Nullen weg. Habe ich 4 Sechstel, das sind 2 Drittel. 0,6 mal 10, also haben wir es, ne? Nochmal genau den Zahlenwert, den eingetippten bitte. Das entspricht also 6, 6,6 oder 6 Zentimeter in einer Sechzigstel Sekunde. Okay, gut. Jetzt ist aber Schluss mit dem Video. Ich mache mal aus.